Hallo und herzlich willkommen zurück bei Technomage. Ja, wir sind ja immer noch in dieser Art unteren Gemächer, wie sie es nannten, hier oben in der Schachstadt. Und bekämpfen Monster. Wir müssen immer noch herausfinden, was hier alles sonst noch auf uns wartet. Genau das werden wir jetzt auch tun. Hier ist in so einer Art riesiger Saal und überall ist Blut an den Wänden. Oh mein Gott! Es gibt einen anderen Weg, die Tür zu öffnen. Wie kommen wir denn weiter? Was ist hier? Oh Gott, wieder so ein ausziehbares Gesicht aus nach dem Museum. Das hatten wir schon. Was für ein Chaos denn? Oh. Monster. Das ist fein. Okay. Weitere Old Ones Besprechungsräume im unteren Stockwerk. Was sind das hier? Notizen? Der Mond hat 4 Gesichter. Okay. Hüte dich vor dem Wurm. Was zum Teufel ist Wurm? Planung der Evakuierungsmaßnahmen für Hämataros. Zugang zu Schatzkammern und Kartenzimmern sind nur mit offiziellen Code möglich. Die Bryn Taros, Residenz der Ratsmitglieder und Militärführer. Was soll mir der Raum hier zeigen? Das Einzige, das Interessante, was da war, war das hier. Könnten das die Gesichter sein? Okay. Was will mir der Raum hier sagen? Hätten nochmal so eine Art versteckter Raum? Hallo? Ey, warte mal. Da stand doch was. Wir können das nicht lesen? Oh. Na gut. Sehen wir mal nach, was es hier zu entdecken gibt. Hallo? Ey, Kisten! Eine Menge Kisten! Holy shit! Mit Items drin? Oh, sieht bisher noch nicht so aus. Hier? Nee. Schade. Gibt's hier gar nichts? Was ist das hier? Eine Art Lagerraum? Warum gibt es hier so viele Kisten? Was ist das? Oh. Oh. Okay, Druckplatten. Ich dachte schon, hier müssen doch da auch irgendwelche Kisten sein. Und Gegner! Enemies! Auf dieser Seite des Raumes. Da will ich jetzt aber noch nicht hin. Oh. Ich kann es nicht bis an den Außen ranziehen. Na gut, dann muss das Ding hier wohl innen durch. Das wird mühsam. Okay, wir werden das ein bisschen beschleunigen. So, jetzt aber. Mann, war das umständlich. Wir haben die Tür geöffnet. So, das muss wohl diese Ordnung im Chaos sein, dass das Gesicht meinte. Na gut. Hören wir uns mal an, was das Gesicht immer noch zu sagen hat. Sagt das immer noch etwas? Gesicht, wo ist es hin? Wo war das Gesicht denn schon wieder? Hier. Scheiße. Okay, es hat ein eigenes Chaos. Wer weiß. Aber jetzt können wir hier lang. Zu den Viechern. Geht sterben durch meinen Schild. Der Schild ist sowas von praktisch. Damit kann ich locker hier einfach rumstehen, ein bisschen farmen. Ja, 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 bis der Spawn-Ding kaputt ist. Na? Oh, es ist vorbei. Hey, was ist das denn? Hier ist ein Loch, da kommt ja Lava raus. Gar nicht gut. Oh, scheiße. Mach mal das weg. Hier ist noch so ein Loch. Und da geht die Elektrizität durch. Was ist hier überhaupt für Energie am Laufen? Dass die Elektrizität durch den Boden geht. Und noch ein Loch, wo Lava rauskommt. Naja, wir sind ja schließlich auch über einem Vulkan. Oh, jetzt wird's aber heikel hier. Scheiße. Da müssen wir ja aufpassen. Ja. Das gefällt mir gar nicht. Gar nicht. So. Puh, Speicherstation. Hatten wir ja gerade nochmal Glück. Oh, was ist das denn hier? Ein Käserad. Wow, what? Das Käserad kann uns töten. Oh mein Gott, was? Was? Alles klar.
ihr wollt mich doch verarschen. Nein. Nein! Ich muss doch mal Kisten schieben. Nein! So, das ging jetzt aber auch schon deutlich schneller, da ich genau wusste jetzt, wo die Kisten hinkommen. Aber bevor wir jetzt hier noch einen weiteren Schritt wagen, werden wir das mal abspeichern. Mann, das war gemein, du beschissenes Käserad! Okay, das heißt, wir müssen das richtig schön abtimen. Oh Mann. Fail? Scheiße. Komm schon. Was ist das für ein Bullshit? Kann ich die nicht irgendwie abschalten? Oh. Dass sie es mir auch hier so schwer machen müssen mit diesem Scheiß. Oh, wow. Das hat funktioniert. Warte. Ah, wir können es anfangs berühren. Wir dürfen nur nicht das Ende berühren. So. Ah, somit ist es ja viel einfacher. Ich dachte, wir dürfen es überhaupt nicht berühren. In keinster Weise. Na, so macht es ja viel einfacher. Da speichern wir doch gleich wieder ab. Ich möchte den Bullshit nicht nochmal erleben. Okay. Oh Mann, Jump'n'Run. Ihr wisst alle, wie schwer ich darin zacke. Komm schon. Oh, was ist das denn? Wir sind ja. Das ist, die Höhle ist ja riesig. Sieht ja nicht gerade sehr toll aus hier. Speicherstation. Naja, wie man das nennen kann. Oh mein Gott. Hier ist ja Blut. Gar nicht schön. So, wow, wir brauchen wieder unsere Haken, so wie es scheint. Aber was ist da hinten? Da brauchen wir sie noch nicht. Da sehe ich erstmal nach. So, was gibt's hier? Stützer, Kiste, Plattform, Schatztruhe, allerlei Sachen. Wozu könnte die Kiste gut sein? Wozu ist die da? Ich gehe mal auf die Plattform. Hallo? Hier passiert nichts. Wozu ist die Wozu ist diese Kiste da? Vielleicht komme ich nur mit der Kiste hier hoch. Oder wird die Plattform nur höher steigen oder da entlang gehen? Das ist die Frage. Nee, sieht so aus, als würde sie da lang gehen. Ich versuche mal das mit der Kiste. Naja, wer weiß. Wir auf jeden Fall nicht. Aber vielleicht komme ich ja da hoch. Versuchen wir es. War ein bisschen knapp. Ich habe das Gefühl, es könnte wert sein, das nochmal auszuprobieren. Okay. Jetzt sterben wir natürlich nicht. Wenn wir einen Abgrund runtergehen, dann sterben wir nicht wirklich. Wir werden nur wieder hergeportet. Aber wenn wir zerfleischt werden oder sonst was, dann müssen wir den Speicherpunkt laden. Natürlich. Natürlich. Naja. Ich denke, dann wird es auch Zeit, mal zu sehen, was es auf der anderen Seite gibt. So. Rüberspringen. Oh, immer so eine heikle Sache hier. So. Wir hören schon die Elektrizität. Kein gutes Zeichen, oder? Wir können nur hier weiter. Na gut. Oh, ach, verdammt. Ich hasse den Bullshit. Oh, sorry. Ans Mikro gekommen. So. Komm. Das muss doch klappen, hey. Oh, wollt ihr mich verarschen? Was soll die Scheiße? So, komm schon. Der erste Sprung ist ein Klacks, aber der zweite hier. Der weigert sich. Okay. Am besten jetzt immer seitwärts springen, damit wir auch den Abstand zum Abgrund sehen können. Und somit besser den Jump ausrechnen können. Hey, warte mal. Hey, Käseräder! Aber sie sind nicht an. Komisch. Ah, die Tür ist zwar offen. Wir bekommen Brandpfeile. Wofür denn? Oh, noch eine Kiste? Wofür ist diese Kiste denn schon wieder? Aber, oh. Hey. Na, ich denke mal, das muss besser da drauf bleiben, oder? Wer weiß. Hey, damit können wir die Käseräder drehen.
Haha! Ah. Nur halbwegs. Ich hoffe, das öffnet mir den Weg. Oh! Das ist wieder so ein Rätsel. Der hinterste bewegt das erste und das dritte Rad. Sowie der vorderste das hinterste auch. Okay. Der bewegt nur das. Dann können wir den ja eigentlich so lassen. So. Warte! Was, wenn die Kiste... Oh! Ich habe eine Idee. Ah, die Kiste hat verursacht, dass sich beide Räder hier drehen. Jetzt ist alles klar. Damit können wir raus. Oder wo auch immer das uns hinführt. Haha, Rätsel gelöst. Wir sind smart as fuck, bitches. Was ist das denn jetzt? Ein Raum voller Kisten. Und nicht nur einfach ein paar Kisten. Das sind eine ganze Menge Kisten. Und wie es aussieht... sind nur hier Teppiche. Ich habe eine Idee. Was, wenn die Kiste genau da sein sollte? Aber warte, es geht nicht überein. Es geht nicht überein. Sie können nicht genau auf den Teppichen sitzen. Was soll denn das? Hä? Wie soll denn das funktionieren? Oder müssen einfach alle Plätze besetzt werden? Das könnte sein. Wie viele Kisten haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wir haben 9 Kisten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nee, das geht ja jetzt schon mal nicht auf. Wo sind die Teppiche? Die müssen uns doch irgendwas zeigen. Die Teppiche müssen irgendwas zeigen. Aber was? Warte mal. Die Teppiche stimmen etwas überein mit diesem Konzept, nur fehlen da teilweise Kisten, um die zu bedecken, wenn man das spiegelmäßig ansieht. Was ist, wenn ich genau dahin die Kisten stelle? Hier zum Beispiel, oder? Hier fehlt es. Und das Gegenspiel für die Teppiche hier mache. Das könnte... Da könnte die Anzahl aufgehen. Was? War es nicht richtig? Jetzt sollte es doch stimmen. Oder? Oh, dann müssen wir es einfach hier auf der Gegenseite... Oh, eigentlich das hier, was ich jetzt hier gemacht habe, nur auf diese Seite rüberbringen. Könnte das sein? Das könnte sehr gut sein. Okay, wir versuchen es mal. Wenn ich jetzt den hinschiebe, dann muss es stimmen, oder? Bitte. Yes! Es hat funktioniert. Die Plattform bewegt sich. Cool. Wir haben die Plattform in Bewegung gebracht. Yes! Oh, danke schön. Gebt mir die Erfahrungspunkte und ich hoffe auch eine Menge. Denn das war nicht gerade ohne dieses Rätsel. Oder zumindest nicht ohne Arbeit, sagen wir es so. Herausfinden konnten wir das einigermaßen schnell. Die Tür geht auf. Oh. Das bringt uns hier aber gar nichts. Warum haben wir hier eine Tür ins Nirgends raus? Das ist zu gefährlich. Gehen wir lieber den sicheren, naja, sicheren Weg, können wir das ja auch nicht nennen. Oh, meistens wieder der große Sprung, ne? Oh! Oh, schon wieder. Bitte Speicherpunkt nicht. Ah, oh, danke schön. Zumindest können wir ab hier wieder starten. Wo sind wir denn jetzt? Oh, wir sind wieder hier. Okay, alles klar. Das ist einigermaßen sicher. Toll. So. Dann müssen wir uns schon mal nicht mehr mit dem großen Sprung hier beschäftigen. Wozu diese Kiste hier ist, weiß ich aber auch noch nicht. Mit der kann ich, also ich könnte hier runterspringen. Komme ich aber nicht mehr hoch. Wozu sollte ich da runter? Warte, wo ist die Plattform überhaupt? Oh, hier sollte sie sein, nicht wahr? Ah, alles klar. Ha, Jump! Ich möchte diese Kiste haben da oben. Oh, Jump! Boah. Der letzte Kristall der Ewigkeit! Woo! Wow. Was ist das für eine Maschine? Dagoma! Sie sperren ihn ein.
Das heißt, er ist der Verräter und sie wussten es. Doch wie konnte er freikommen? Das war also die Strafe, die dem Verräter Dagomar damals zuteil wurde. Bei lebendigem Leibe eingeschlossen zu werden. Eine grausame, aber gerechte Strafe. Aber wie in aller Welt ist er da herausgekommen? Ja. Es scheint, dass dieser weiße Kristall als zusätzliche Funktion das Stasisfeld kontrolliert, in dem Dagomar eingeschlossen war. Dabei dachte ich, ich hätte schon alle Kristalle für den Schildgenerator zusammen gehabt. Der Umweg über den Vulkan hat sich jetzt schon mehr als gelohnt. Mhm. Ich mache mir bloß Sorgen um Talis. Wenn ich nur wüsste, wo Dagomar sie wirklich hingeschleppt hat. Was will er mit ihr, außer mich zu erpressen? Und wozu braucht er mich? Er ist doch selbst ein Old One, der all ihre Maschinen versteht und bedienen das kann. Stimmt. Er hätte mir längst einfach alle Kristalle abnehmen können und die Macht über den Schildgenerator und damit über die bösen wie die guten Kreaturen auf Gothos wäre sein gewesen. Ich muss mich dringend mit Arkan beraten. Er weiß bestimmt noch mehr über die Hintergründe. Ich muss jetzt erstmal zusehen, wie ich selbst hier herauskomme, um ihn zu treffen. Alles klar. Wir haben alle Kristalle der Ewigkeit. Awesome! Okay. Was auch immer diese... Ja. Die Dinger, diese komischen Maschinenteile hier, die die Kristalle immer halten, hier einfach so machen. Wer weiß. Oh, was ist das denn hier? Das sieht aus wie Schleim und Scheiße. Das ist ja eklig. Diese Spinnenmaschinen. Das klingt ja schon eklig, wenn ich hier rumlaufe. Was ist das hier? Ein violetter Kristall? Oh je. Und überall Kratzer. Mir scheint, also, was zum Teufel ein ist Ventil das denn? Der großen Dampfmaschine. Dieser Lindwurm muss wirklich gigantisch groß sein. Ein Lindwurm? Das ist das also hier. Ein Ventil der großen Dampfmaschine. Boah, das ist ja ekelhaft. Kann ich da irgendwie durch seine Höhlen durch? Das muss ja er gewesen sein. Beim Ventil der Ja, wir wissen es langsam. Mann, ist das eklig. Der Wurm hier geht durch den ganzen Boden? Dass ich Scharfstadt davon noch nicht wusste, oder wissen Sie schon davon? Hier sind noch mehr Kristalle. Hä? Was passiert jetzt? Oh shit! Ist das der Lindwurm? Das sieht mir aber nicht nur nach einem Lindwurm aus, sieht so eine Art Schlange oder so eine Scheiße. Sind das die Augen oder das? Oh mein Gott. Was war denn das? Etwas Lebendiges? Lebendig jetzt kann man das auch nennen, ja. Und da ist er schon wieder weg. Wow, okay. Ich dachte jetzt, da würde ein Bossfight kommen oder so. Na dann nicht. Auch gut. Jetzt kann ich zumindest durch seinen Durchgang hier gehen. Mal schauen, was er hier rumgespuckt hat. Oh, warum zieht er so eine Schleimspur mit sich? Ist halt eine Schnecke oder was? Oh, ist ekelhaft. Das ist noch mehr von den Hunden. So, komm, friss mein Damage. Ja, genau. Oh, jetzt ist er hier lang. Na gut. Zumindest ist der Windwurm so langsam. Das ist schon mal ein Vorteil. Damit kann er mich nicht gleich so schnell erreichen, wenn er mich angreifen möchte. Oh, was ist das denn? Folge nun des Mondes Lauf und schreite ab die 7 Zeichen. Nimm eine Drehung, dann in Kauf. Bei Vollmond muss die Richtung weichen. Lauf entgegen 9 Symbole. Brich den Zyklus nicht und die Türen öffnen sich. Okay. Schreite ab die 7 Zeichen. Vollmond muss in Richtung weichen. Lauf entgegen 9 Symbole. Brich den Zyklus nicht. What the fuck? Haben wir hier so... Oh. Das ist der Mond überall. Das ist der Neumond. Das ist der zunehmende Mond. Das ist der Vollmond. Großer Heiltrank. Der abnehmende Mond. Leermond. Oder Neumond, wie man das auch nennt. Okay. Der Zyklus ist immer der gleiche. Doch, was soll das jetzt heißen? Was ist das hier? Oh. Jetzt verstehe ich. So soll das so sein. Okay. Was ist das genau? Ein schwarzer Kristall. Auf jeden Fall ist das hier irgendwie eine Art Mini-Rätsel. Also, schreite ab die 7 Zeichen des Mondes Lauf. Nimm eine Drehung, dann drehen wir um. Nach 7 Zeichen. Bei Vollmond muss die Richtung weichen. Oh, nimm eine Drehung, dann in Kauf. Bei Vollmond muss die Richtung weichen. Das heißt, wir müssen bei Vollmond wieder umdrehen.
Laufend gegen 9 Symbole. Also 7. Warte. Also wir machen 7 mal einen Rundgang. Wir machen dann eine Drehung. Gehen bei Vollmond dann wieder eine Drehung. Und dann 9 mal. Versuchen wir es. Wo muss es überhaupt anfangen? Das Mondeslauf. Ich würde sagen, bei Leermond starten wir. Ja, da wo wir herkommen. Hier. Dann in welche Richtung geht der Mond? Der zunehmende Mond, nicht wahr? Welches ist jetzt der zunehmende Mond? Der hier oder der hier? Ich nehme mal an, das ist der. So. 7 mal, nicht wahr? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wir drehen um. Bei Vollmond musst du Richtung weichen, das ist wieder der Vollmond. Und dann 9 mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. War das richtig? Habe ich den falschen als zunehmenden Mond angesehen? Ist das hier der zunehmende Mond? Oh, das ist der zunehmende Mond. Okay, wir waren in der falschen Richtung. Na gut, versuchen wir es erneut. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wir drehen um. Der vollnehmende Mond. Drehen nochmal um. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vielleicht muss die Drehung wirklich nur dann erst entstehen beim Vollmond und nicht irgendwie sonst. Nehme ich mal an. Also gut, versuchen wir es nochmal. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann gehen wir einfach weiter. Bei Vollmond muss die Richtung weichen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nee, auch nicht. Haben wir irgendwas übersehen? Schreite ab die 7 Zeichen. Nimm eine Drehung dann in Kauf. Bei Vollmond muss die Richtung weichen. Lauf entgegen 9 Symbole. Brich den Zyklus nicht und die Türen öffnen sich. Hä? Ach Mensch. Wir machen doch alles richtig. Oder ist das erste? Ich habe immer erst angefangen zu zählen bei dem hier. Vielleicht müssen wir damit schon anfangen zu zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, und dann sind wir auch bei Vollmond. Dann müssen wir umkehren und nochmal 9 Symbole abklappern, nicht wahr? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja! Das war's! Ich habe nur nicht angefangen zu zählen. Das schon also am Anfang. War die Lösung. Interessant. Das war das Problem. Ich war ein Vollidiot. Wir kommen immer näher. Okay, was haben wir genau geöffnet? Den Weg hier hinten? Ja. Ah, noch mehr Jumping. Dafür größere Kristalle. So, ich denke, wir werden aber erst beim nächsten Mal hier weitersehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr schaut auch das nächste Mal wieder ein. Und bis dann!